eine sehr gespannte Beobachterin. Du bist die offensichtlich zu diesem Spieler gehörende Person. Die Schwester oder die Freundin? Die Freundin. Die Freundin. Was war da los? Warum hat er davor so geflucht? Keine Ahnung, ich bin mit dem Dennis noch nicht so. Aber du hast ihn schon öfters beobachtet? Nein. Noch nie? Du bist das erste Mal heute da? Mit ihm am Tennisplatz? Ja. Der Tennis interessiert dich sonst nicht so? Nein. Ja, gut. Wie taugt dir das Spiel so für ihn? Ja, ich mach das echt gut. Ja. Dritter Satz, enge Partie. Wir werden sehen, wer das Spiel gewinnt. Genau. Ja, hier sehen Sie es. Ich habe vorher angesprochen in der Promo. Das ist Idylle pur. Schwenken wir kurz auf den Hang. Kühe sind keine da. Und das ist der Tennisplatz hier. Court Number 2 ist das. Stefan Schwarz, 1:1 dritter Satz. Wir bringen hier kurz einen Ballwechsel außerhalb des Platzes. Ein bisschen verdeckt. Slice-Angriff. Jetzt muss ein Lob kommen. Ja, ein Lob kommt. Super gekämpft von Stefan Schwarz. Bravo. Ein Wahnsinnsballwechsel hier. Haben Sie vor. Schade, schade. Den Punkt macht der Sieg gerade noch. Hier Applaus von Anhang. Wir sind hier bei einem ganz engen Spiel. Stefan Schwarz hat das den dritten Satz noch einmal gedreht, war 4:2 zurück und führt jetzt 5:4. Verhaut hier einen leichten Ball hier, kein guter Stopp. 0:30 eigener Aufschlag, dritter Satz, 5:4 Stefan Schwarz. Ein unglaublich spannendes Spiel. Bälle werden immer kürzer und es war ein guter Angriff. Blagus, der Spieler von Siegraben. Wahnsinn, schauen Sie. Das ist ein Touch-Spieler, der spielt nur Slice und macht den Punkt jetzt zum Breakball 0:40. Und fünf beide könnte es jetzt stehen. Stefan Schwarz hat es leider nicht geschafft, seinen Aufschlag. Er hadert mit seinem Surf. Also er retourniert gut, prägt den Gegner oft. Hat er mit seinem Aufschlag immer wieder Probleme, er kommt da nicht drüber. Und ja, deswegen steht es auch hier 5:4 im dritten Satz. Also 15:40. Da bleiben wir natürlich drauf bei diesem Game. Wenn es dann 5 beide steht, dann wenn wir uns eventuell ausklicken, aber momentan ist es noch nicht so weit. Und der bleibt hängen an der Netzkante. Du nicht kommentieren. Hörst du das? Was? Ein Zumachen? Also ich nicht glaube, dass es so nervös hat. Okay. Du hörst es, oder? Ich flüster ja nur. Gut, jetzt hat er mich hier ermahnt, der Spieler. Er fühlt sich gestört. Ja, das ist eben, wenn man nicht so Medien erfahren ist, wie zum Beispiel Stefan Schwarz, der das kennt. Wurde jetzt übrigens verwiesen vom Court direkt, muss jetzt von draußen filmen. Oh, Fehler von Stefan Schwarz. 5:5, alles offen wieder. Blagus, der Mann vom Busunternehmen. Blagus. Reisen. Holt sich das 5:5. Er ist hypernervös heute. Hypernervös. 5:5, wir kommen wieder. So, wir müssen leider durch den Zaun filmen. Der Gegner fühlte sich gestört. 2 Matchbälle gegen Stefan Schwarz. Das Sieggrabner. Leider hat sich unser Akku abgeschaltet. Stefan Schwarz hat leider diese Partie verloren. Ich hätte es in der Hand gehabt, aber zum Schluss ein bisschen die Nerven versagt und deswegen hat dieser, was weiß nicht, wie das ist, Blagus heißt der Herr,
das Match gewonnen. Was soll's? 0-2, derzeitiger Stand. Aber es sind noch einige, sage ich mal, starke Spieler im Talon, die da nachziehen können. Und dazu dann später mehr. Wir sind in der Schlussphase, so eben ein Fehler gemacht. Das sind 3 Matchbälle, ebenfalls hier in einem der wichtigsten Spiele quasi von den Singles, die begonnen haben. Christoph Arten hat 3 Matchbälle jetzt gegen Schuh von Sigraben, der ein bisschen frustriert wirkt. Aber jetzt müssen wir ruhig sein, da wurde schon ermahnt vorher. Jetzt Aufschlag. Hoffentlich hält der Akku noch. Leider konnten wir von Stefan Schwarz den Matchball nicht festhalten. Christoph Adner 40-0 vorne, hält jetzt den Ball lange im Spiel. Hat sich sichtlich gesteigert zum ersten Satz, den er klar verloren hat. Schuh vergeigt und das ist der Sieg für Christoph Adner. Bravo Christoph. Er hat das Spiel umgedreht, er hat seine wahren Qualitäten ausgespielt, gezeigt und steht jetzt sichtlich erleichtert am Netz und gibt Stefan Schuh die Hand. 2-1 nur mehr. Damit bleibt es spannend. 2-1 nur mehr für Sigraben. Christoph Adner schlägt Schuh. So, meine Damen und Herren, mittlerweile, wie gesagt, Zwischenstand 2-1 für Sigraben. Ich bin hier am Platz Nummer 3. Da spielt gerade das Single Nummer 4. Es ist hier, wird eingesummt, da vorne, der Mann mit der Tochter, der Schwarzhaarige, das ist Adaka von Mattersburg. Und hinten Lamprecht, Name Lamprecht. Ein bisschen ein, so ein Kragerl, aufgestricktes Kragerl. Immer wieder setzen manche Leute Fashion Statements hier. Während ich im Hintergrund höre, Adaka den ersten 2-6 verloren, ist aber jetzt vorne 2-1. Also ich bin gespannt. Ich bleibe hier am Platz und filme weiter. Diese Partie kurz ein paar Ballwechsel filmen. Dennis hat oft schon den Aufschlag-Volley eingestreut. Alles weg. Darf ja nicht zu laut reden. Das hören die Spieler. 15 beide. 2-1 für Adaka im zweiten Satz. Sehen Sie es? Adaka geht sofort ans Netz. Der ist out. Das ist das Rezept, das ist die Taktik dieses Spieles. 15:30. Korrekt, das ist korrekt. Ja, ich glaube, das ist noch lange nicht gegessen, diese Partie. Aber das gleich vorzugehen nach dem Return, ist kein schlechtes Rezept, aber da muss der Return halt sitzen bei solchen eher mäßigen Aufschlägen. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Naja. Selbst weg, der war out, Einstand. Jetzt probiert es eher mit einem hohen Return. Aber jetzt.
war es wieder weg. Schade. Wieder ein Return-Fehler. Das ist, wie gesagt, eigentlich das Spiel von Ataka Chip and Charge. Aber das geht nicht auf und somit steht es 2-2. Later on more. Jetzt hat es kurz vor einigen Sekunden bange Momente, gibt es momentan. Olderer Manfred in Aktion, sitzt da drüben jetzt. Den hat es vor ein bisschen zerbröselt bei einem spektakulären Satz zum Netz vor, wollte noch einen Lob spielen, dann glaube ich hat der Gegner noch einen Volley gespielt. Da ist er hingelaufen und dann aufgeprackt. Schade. Bin gespannt, was da los ist. Erklärt jetzt die Situation, Netzroller. Ich hoffe, er hat sich jetzt nicht verletzt. Die Spieler waren jetzt gleich am Platz und haben ihn quasi gleich um sein Wohl gefragt. Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe gerade die Information bekommen, dass Ataka leider verloren hat. Der wurde ausgeschupft heute. Wir haben von der Partie da oben nicht so viel mitbekommen. Ataka, ein Surf-Volley-Spieler, der viel vorne gemacht hat, aber hat heute gegen diesen Bringer nicht gereicht und das ist das 3-1 für Sieggraben. Momentan wirklich, das ist ein Kampf gegen Windmühlen im Moment. Ob das noch heute glücklich ausgeht, ich bin gespannt. Schade, leider. Manfred Oller haben wir zur MWO gegeben. Wir haben leider, ja, diese Verletzung scheint doch ärger als erwartet zu sein. Er hat sich das anders vorgestellt. Wir wollen da jetzt nicht mehr näher drauf eingehen, aber offensichtlich Schulter im Schulterbereich